Die beiden lokalen Werkzeuge, Verlaufs- und Radialfilter, die haben wir ja bereits kennengelernt. Heute geht es einmal um den Korrekturpinsel. Ja, ich habe hier ein schönes Bild vom Posttower in Bonn. Ähm das sieht schon ganz gut aus. Das war ein herrlicher Tag, wie man auch an einem wunderbaren Himmel erkennen kann. Ich habe hier in den Grundeinstellungen schon ein paar Regler ja, bewegt, die Lichter etwas rausgezogen. Das bringt mir mehr Zeichnung in den Himmel, die Tiefen etwas angehoben. Damit es mir hier in den dunklen äh, Bereichen heller wird, so bin ich schon ganz zufrieden. Allerdings möchte ich vielleicht den Himmel noch etwas blauer haben und hier unten die Bäume noch etwas ja saftiger grüner haben. Und ähm, das erste, woran ich denke, ist äh, hier den ähm, HSL-Regler zu benutzen. Wenn ich da mal reingehe, könnte ich zum Beispiel, wenn ich den Farbton des Himmels ändern will, hier mit dem Anfasser reingehen. Ja, und dann könnte ich mir hier einen anderen Farbton wählen. Vielleicht etwas, ähm, etwas freundlicher. Ich könnte auch die Luminanz hier etwas ändern. So in etwa. Aber wenn man genau hinschaut, hat das auch Auswirkungen auf den Tower selber. Das mag hier in dem Bild nicht furchtbar schlimm sein, aber vielleicht will man ja nicht, dass sich die Änderungen am Himmel hier auch an dem Post Tower auswirken. Und äh, ja, da müsste man lokal vorgehen. Das heißt, man müsste sich eigentlich hier den Himmel irgendwie ausmaskieren können. Lightroom äh, 5 bietet uns dazu den Korrekturpinsel, denn mit dem Verlaufsfilter, auch den, ich setze mal gerade hier äh, den HSL-Regler zurück, den haben wir auch genutzt, auch den Verlaufsfilter könnte ich natürlich nehmen, könnte mir hier einen ja vielleicht eine etwas ähm, blauere farbtemperatur einstellen könnte mir hier den himmel schön blau machen ja und das sieht schon ziemlich cool aus also das gefällt mir aber gerade jetzt sieht man wow den äh, tower den hat's auch ganz schön erwischt ähm, wenn ihr damit leben könnt lebt damit ich bin nicht so ganz glücklich denn ähm, trotz der reflexionen die wir natürlich auf dem glas hier haben ist mir jetzt der turm selber zu blau. also auch nicht das, ähm, das, äh, das was ich haben möchte. ja ähm, wie gesagt ich bräuchte ein lokales korrekturwerkzeug und das bietet uns der korrekturpinsel. Wir sind hier im Verlaufsfilter-Werkzeug. Wenn ich mal auf den Korrekturpinsel rübergehe, seht ihr, so viel verändert sich gar nicht. Also alles das, was ich im Verlaufsfilter ändern kann oder im Radialfilter, kann ich auch im Korrekturpinsel ändern. Ich kann hier die Farbtemperatur anpassen, die Tönung. Belichtung, Kontrast, Lichter, Tiefen, Klarheit, Sättigung, also all die Regler, die mir hier ähm, in die Belichtung eingreifen. Ich kann auch Schärfe rauschen, Moiré und Ränder entfernen, ähm, beeinflussen. Und ich kann natürlich auch eine Farbe global über die gepinselten Bereiche ja, drüber legen. Eigentlich genauso wie wir es im Verlaufsfilter bereits kennen. Was hier neu ist, ist der untere Teil hier haben wir noch einstellungen zum pinsel selber wir können zwei einstellungen separat voneinander hinterlegen einmal einstellung a und b im grunde genommen ja nur zwei unterschiedliche pinsel die wir uns einstellen können damit wir nicht immer unsere einstellungen verändern müssen wenn wir das ähm, so haben möchten ja und wir können auch auf löchen gehen das ist dann wie ein radiergummi das zeige ich euch nachher mal ähm, ich gehe mit euch erstmal die Regler durch größe ist klar der äh, größenregler verändert uns hier die größe des pinsels das gleiche geht natürlich auch wieder mit dem mausrad das kennen wir schon beim radialfilter und äh, mit dem Mausrad geht es recht schnell die Punkt und die Komma-Taste bringt uns auch hier ein unterschiedliches Ergebnis. Wenn wir mal ganz fein arbeiten möchten, geht das auch. Die weiche Kante, das ist der äußere Kreis. Der innere Kreis ist der eigentliche Pinsel mit 100% Auftrag. Dann haben wir die weiche Kante, das ist dieser hellere äußere Kreis. Der lässt sich hier einstellen. Großer Abstand, weichere Kante, geringerer Abstand, ja, ganz harte Kante. Und äh, ja, dann haben wir noch den Fluss und die Dichte. Übrigens die weiche Kante, ich weiß gar nicht, ob ich es beim Radialfilter äh, ähm, gesagt habe, die kann man auch mit dem Mausrad einstellen. Einmal die Shift-Taste drücken, dann das Mausrad betätigen. Ihr seht auch, die weiche Kante lässt sich hier wunderbar mit der Maus einstellen. Und somit könnt ihr die Pinselgröße und die weiche Kante relativ schnell mit der Shift-Taste oder auch ohne die Shift-Taste und dem Mausrad einstellen. Ja, wir haben hier noch den Fluss und die Dichte und ähm, um euch da den Unterschied zu zeigen, würde ich jetzt hier mal irgendwo eine, ja, ich gehe mal in ganz krassen Farbtemperaturbereich und pinsel jetzt einfach mal hier oben einen Strich auf. Ihr seht, Fluss und Dichte stehen bei 100 Prozent. Ich mal hier mal einen Strich. Der wird mir rot angezeigt. Jetzt muss ich mal schauen, ob das die Maske ist. Jawohl, ich habe die Maske aktiviert. Äh, hier unten haben wir ein Kästchen, wenn dieses aktiviert ist, äh, Überlagerung für ausgewählte Maske anzeigen. Dann wird uns alles das, was wir aufstreichen, rot angezeigt. Wenn ich das mal rausnehme, seht ihr die Auswirkungen, die hier meine Filtereinstellungen haben. Wir haben hier jetzt eine warme Farbtemperatur und ihr seht, auch hier in diesem Filter kann ich nachträglich alles ändern. Alles das, was ich mir vorher hier an oder ausgepinselt habe, das ist betroffen und das lässt sich hier wunderbar auch anpassen. Ich bleibe mal in diesem warmen Bereich, dann sehen wir mehr den Unterschied. Bei 100% Dichte wird mir das, was ich hier einstelle, zu 100% auch aufgetragen. Wenn ich hier mal auf 50% gehe, habe ich nur die Hälfte dessen an Auftrag. Wenn ich hier mal auf, sagen wir mal, 25% gehe, dann habe ich nur ein Viertel der Auswirkungen. Und egal wie oft ich jetzt hier drüber gehe, ich werde es nicht schaffen, mehr als 25% dessen, was ich hier eingestellt habe, hier aufzutragen. Wofür brauche ich das? Naja, wenn ich mit einem Pinsel, mit einer Einstellung verschieden starke Auswirkungen haben möchte, dann kann ich hier während dem Pinseln mit der Dichte runtergehen. Ich persönlich arbeite meistens mit 100% Dichte. Werde mir dann hier meinen Bereich, den ich haben will, ausmalen und werde dann anschließend die Regler entsprechend anpassen. Also wenn mir das jetzt zu viel ist, dann kann ich hier mit dem Regler zurückgehen. Wenn ich dann noch mal irgendwo etwas mehr haben möchte, dann gehe ich persönlich lieber auf neu, schaffe mir also einen neuen Korrekturpinsel, gehe nochmal drüber und habe dann wieder die Möglichkeit, mir den Bereich entsprechend einzustellen. Es geht aber natürlich auch, indem ihr hier volle Kanne arbeitet und dann ja, die Dichte einfach reduziert, wenn ihr hier Bereiche heller haben möchtet. Das ist die Dichte. Ich lösche mir die einzelnen Pinsel nochmal, indem ich auf die entsprechenden Pinselmarker hier gehe, die Entfernen-Taste drücke, denn ich möchte euch auch nochmal den Fluss zeigen. Ich bin wieder bei 100 Prozent. Das kennen wir schon. Der Fluss arbeitet Ähnlich wie die Dichte, also wir können hier den Farbauftrag reduzieren. Ich gehe mal auf 25% und ich jetzt hier drüber male, haben wir nur 25% Farbauftrag dessen, was wir hier oben haben. Aber ich kann durch mehrmaliges drüber malen, äh, meinen Farbauftrag immer weiter intensivieren. Das ist so ein bisschen wie mit einer transparenten Wasserfarbe. Umso öfter ich hier drüber male, umso stärker wird mein Effekt. Das äh, Mögen einige sehr, einige weniger. Die, die es weniger mögen, wissen warum. Denn wenn ich jetzt hier ähm, einen Bereich, ähm, ja, Fertig habe, möchte einen anderen Bereich dann noch mit dazu nehmen, dann weiß ich nicht so genau, welchen Bereich doppel ich jetzt auf und welchen nicht. Ihr kennt das, wenn ihr mit Wasserfarben arbeitet, ähm, malt eine Fläche hellblau an und geht dann nochmal mit hellblau drüber, wird es dunkler. Und wenn ihr eine halbe Fläche hellblau habt und möchtet mit der nächsten Hälfte dran malen, ja, irgendwo sieht man immer die Überlappung. Aber möglich ist es. Kante, äh, Entschuldigung, Dichte und Fluss sind hier einstellbar. Mein Tipp gerade für Anfänger, ähm, arbeitet bei beiden mit 100% und ihr könnt dann hier über die Regler den Auftrag entsprechend einstellen. Ja, dann haben wir noch so ein Kästchen. Das Ding nennt sich automatisch Maskieren. Ich nehme das mal raus und wir bearbeiten mal unseren Himmel. Ich ähm, möchte ja unser Gebäude hier äh, nicht betroffen haben. Das heißt, ich wähle mir hier einen entsprechenden Pinsel. Die Kante stelle ich mir auch etwas weicher ein. Ja, und dann male ich mir hier einfach die Bereiche des Himmels, die ich ähm, bearbeiten möchte. So ein bisschen an. Hier durch das Gitter lugt der Himmel natürlich durch. Da müssen wir drüber malen. Und ihr seht, das Ganze klappt relativ gut. So, mit gedrückter ähm, Leertaste kann ich mich hier durch das Bild bewegen und kann also auch so relativ genau arbeiten. Und hups, oh, jetzt bin ich hier schon drüber gekommen. Nicht ganz so einfach. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn wir hier unten auf Überlagerung für ausgewählte Maskeanzeigen anklicken, werden uns die Bereiche rot angezeigt und ich zoome auch mal raus. Oh ja, unser Gebäude ist hier schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden und das ist ja das, was wir eigentlich nicht haben wollen. Nun, wenn wir automatisch Maskieren anklicken, dann versucht Lightroom gleichwertige Farbbereiche zu finden, und hilft beim Pinseln so ein bisschen, dass wir uns an so einer Kante langhangeln können. Das heißt, selbst wenn wir mal über solch eine Kante drüber kommen, erkennt Lightroom die Kante und demaskiert bzw. maskiert eben alles, was sich hinter der Kante befindet, nicht. Das klappt mal mehr und mal weniger, muss man sagen, wenn die Farben relativ gleich sind, wie es hier der Fall ist dann ähm, kann das auch schon mal schlechter klappen wir können es ja mal ausprobieren ich habe jetzt äh, die kante automatisch maskieren angeschaltet habe hier immer noch die überlagerung für die maske angezeigt das heißt äh, wir bekommen alles jetzt rot dargestellt übrigens äh, die überlagerung für ausgewählte masken ich mal mir hier noch mal ein bisschen rot ähm, die äh, könnt ihr euch auch mit der Taste O an- und ausschalten. Also, jetzt haben wir unsere Originalauswirkung, jetzt haben wir die Überlagerung. Und wenn ich jetzt hier über die Wolken einmal drüber gehe, dann seht ihr schon wie problematisch äh, das ganze mit der Maskiererei ist, wenn äh, wir schon Farbunterschiede im Himmel zwischen den weißen Wolken und dem ja blau wirkenden Himmel haben. Ihr seht teilweise werden hier äh, die blauen Flächen nicht mit maskiert, das heißt, hier müssen wir tatsächlich öfter mal drüber gehen, um wirklich alles zu treffen. Schauen wir mal, wie das hier an unserem Gebäude aussieht. Ich habe jetzt eine relativ weiche Kante. Fahr hier einfach mal dran vorbei und ja, das erkennt er schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Also hier macht äh, Lightroom einen wirklich guten Job und ähm, ja, so kann man schon sehr genau arbeiten. Ihr seht also, das Gebäude ist hier so gut wie gar nicht betroffen. Wichtig ist, das, was für Lightroom zählt, ist der Bereich innerhalb des inneren Kreises. Das ist nämlich der Bereich, wo 100% aufgetragen wird. Und ja, also ich bin sehr zufrieden. Die Maskenfunktion, die macht hier ganze Arbeit, muss man sagen. Ja, jetzt geht das Ganze relativ schnell. Ich muss mal schauen, wie komme ich hier raus. Genau, Leertaste drücken und einmal klicken. Ähm, hier die Bereiche, die male ich mir jetzt mal flott hier aus. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen fuddeln und ein bisschen schneller sein. Ihr habt gesehen, man kann das sehr genau ähm, ausarbeiten. Und ihr seht aber auch hier, wo die. Die Wolken sind, die weißen Wolken. Da muss man schon zwei, dreimal drüber gehen, um wirklich alles auch zu treffen. Wenn hier Bereiche ein bisschen betroffen sind, wie hier diese Pflanzen, dann finde ich persönlich das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Wir wühlen uns hier mal lang. So. Also das ist schon ganz ordentlich. Da macht Lightroom mit der Maskierfunktion einen ganz guten Job. Übrigens diese Maskenfunktion, wenn sie angeschaltet ist, das automatisch maskieren. Ja, das fordert schon ein bisschen Rechenleistung. Ihr seht, mein Rechner wird hier gleich ordentlich langsam. Ich habe keinen, äh, keinen langsamen Rechner, aber ähm, ja, also da, ähm, da muss man schon so ein bisschen äh, Power unter der Haube haben, sozusagen. Ich lasse das hier mal mit dieser Überlagerung. Das kann man übrigens auch wieder demaskieren. Ach, da konnte ich euch kurz zeigen. Ihr geht auf den Löschenpinsel. Der Pinsel löschen funktioniert genauso wie der Pinsel auftragen, nur dass er eben wie ein Radiergummi funktioniert. Und, ja, ihr habt auch die Möglichkeit, das automatische Maskieren anzuschalten. Ich würde mir das jetzt hier erstmal rausnehmen, damit ich etwas schneller bin. Denn äh, innerhalb dieser Glasflächen versucht er tatsächlich sich sonst von Glasfläche zu Glasfläche zu hangeln. Und das ist dann wirklich, wirklich rechenintensiv. Also lieber vorher ordentlich arbeiten. Und ähm, so lässt sich jetzt mit dem Korrekturpinsel wunderbar. In Lightroom einzelne Flächen maskieren, ausmaskieren, so wie ihr es eben braucht. Wenn ihr fertig seid, kennt ihr schon hier unten das Fertig-Symbol. Ja, und dann zoomen wir mal raus. Ich gehe noch mal kurz in den Pinsel rein, denn der Himmel gefällt mir natürlich so gar nicht. Wir wollen den nicht gelblich haben. Entschuldigung, ich muss den entsprechenden Punkt einmal anpacken. So, die Überlagerung holen wir uns wieder raus. Und ziehen uns den dann jetzt schön ins Bläuliche. Mal gucken, wir können auch noch ein bisschen Klarheit erhöhen. Ja, das macht mehr Drama, Baby. Das sieht gut aus. Und äh, hier unten hätten wir jetzt noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Kontrast auch noch ein klein bisschen. Komm, das äh, nehmen wir uns jetzt noch die Zeit. Ich zoome hier unten nochmal rein. So. Also die Bereiche. Die malen wir jetzt uns einfach dazu. Ich muss gucken, ich bin auf A, nicht auf Löschen. Jawohl, das stimmt. Also da müssen wir jetzt ein bisschen äh, uns dazwischen fuddeln sozusagen. Ich schaue jetzt, dass ich mit dem Kreuz äh, tatsächlich in den äh, Flächen des Himmels bleibe. Das ist nicht so ganz einfach hier unten zwischen den Bäumen. Aber ich glaube, nachher stimmt das Ergebnis hier auch ganz gut. Oh, mein Rechner wird langsam. Also, hier haben wir jetzt äh, schon ordentlich zu kämpfen. Mal gucken, wie es ausschaut. Ja, aber ihr seht, das Ergebnis kann sich ganz gut sehen lassen. Ja, zweiter Korrekturpinsel, kein Problem. Einmal auf Neu gehen. Hier möchten wir vielleicht jetzt noch die, äh, die Pflanzen hier unten etwas, äh, vielleicht etwas gelblicher haben, die Tönung etwas grünlicher. Ähm, wir können das Ganze ein bisschen auffällen. Mal gucken, was passiert. Ich fahre jetzt hier einfach mal wild drüber und man kann sogar so ein bisschen Dodge and Burn machen, indem man nur die oberen Blätter hier etwas aufhält und das hat direkt gewaltige Auswirkungen. Schaut mal, ja, hier unten können wir es etwas dunkler lassen. überhaupt kein Problem. Also, ihr habt hier in Lightroom äh, tatsächlich die Möglichkeit schon zu malen. Wir können ja direkt noch einen neuen Pinsel drüber legen. Hier gehe ich mit der Belichtung etwas nach unten damit wir hier noch mehr ein bisschen die Tiefen hier reinbringen können. So, also das ist jetzt tatsächlich äh, Dodge and Burn am, äh, am pflanzlichen Objekt sozusagen. Und ich will gar nicht weiter reden. Ich denke, ihr habt verstanden, wie dieser Pinsel funktioniert. Genauso wie der Radial- und der Verlaufspinsel. Ähm, nur, dass ihr euch hier eben die Flächen auftragt. Die Taste O, vergesst die mal nicht, die ähm, zeigt euch immer die Bereiche an des aktiven Pinsels, das ist klar. Also wenn ich jetzt hier mal auf den äh, Pinsel wechsle, seht ihr immer wunderbar die Bereiche, die vom Pinsel betroffen sind und natürlich hier oben, der, das ist der ganze Himmel. Und äh, ja, so sieht das doch schon ganz gut aus. Nochmal die Taste O, wir sehen unser Endergebnis, einmal auf Fertig gedrückt und. Ähm, ja, schauen wir nochmal schnell vorher, nachher. Die Taste, ups, Hölle, das war die Taste V, die war falsch. Äh, die Taste Y müsste es sein. Jawohl, seht ihr, auch äh, ich vergesse ab und an Tastenkombinationen. Nochmal der Hinweis, ich habe ihn schon ein paar Mal gebracht. Wenn ihr Tastenkombinationen vergesst, auf die Hilfe. Und da haben wir für jedes Modul die Tastaturbefehle einmal drauf gehen, die werden euch hier eingeblendet und ja, damit habt ihr alle Tastaturbefehle auf einen Blick. Ich denke, das Bild ist deutlich schöner geworden, als es vorher war, vielleicht ein bisschen zu kitschig, man könnte da sicherlich noch ein bisschen was dran machen. Auch hier gibt es ein finales Endergebnis von mir, unter anderem findet ihr das auf meiner Homepage www.kranzkreativ.de, da gibt es ein paar Beispiele. Und ähm, ja, ich reiße ja hier nur für das Werkzeug entsprechend äh, ein bisschen an, wie ich meine Bilder bearbeite. Deshalb ähm, schimpft nicht mit mir, wenn das jetzt vielleicht zu blau ist, äh, wie ich äh, finde. Oder ähm, ja, äh, das Ganze hier unten vielleicht noch etwas gelber sein kann. Wobei wir sind in Lightroom, wir können es wirklich schnell ändern. Also hier unten die, äh, die Blümchen noch etwas gelblicher. Überhaupt kein Problem. So, und den blauen Himmel vielleicht nicht ganz so blau. Lass mal schauen. Die Belichtung vielleicht ein bisschen noch nach oben. Uh, das war zu viel. So in etwa. Ja, und vielleicht nicht ganz so blau. Und dann sieht es auch schon etwas realistischer wieder aus. Wenn euch das Video gefallen habt, dann äh, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, den Daumen nach unten, aber dann schreibt mir auch bitte, was mich, äh, was euch gestört hat am Video. Ich bin ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich bin äh, erkältet, habe eine heftige Grippe hinter mir. Deshalb ähm, stottere ich mich hier so ein bisschen durch, aber ich denke, ja, euch hat es wieder ein Stück weitergebracht. Zum Schluss meine Fehlermeldung des Tages. Immer wenn ich aufnehme, erscheint diese Fehlermeldung. Tradition muss sein. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.